An einem heißen Tag in den Sommerferien trafen sich Nelly und Caro um 10.30 Uhr im Eiscafé. Dort haben sie Selfies gemacht. Auf einmal kam ihre Schulfreundin Izzy. Huch, was macht ihr denn da? Wir machen Selfies. Aha, und wie geht das? Der Fotoapparat besteht aus einem Objektiv und einem Gehäuse. In dem Objektiv befindet sich eine Kombination aus Linsen, die vereinfacht als eine Sammellinse betrachtet werden können. Zusätzlich befindet sich im Objektiv vor der Linse eine Blende, die den Lichteinfall steuert. Das Gehäuse ist ein von innen abgedunkelter, lichtundurchlässiger Hohlkörper. In ihm befindet sich der Film, welcher durch Lichteinfall belichtet wird und somit Bilder speichern kann. Um die Bildentstehung konstruieren zu können, nutzen wir die optische Achse und die Linsenebene. Das einfallende Licht wird an den Grenzflächen der Linse jeweils gebrochen. Vereinfacht zeichnen wir nur die Brechung an der Linsenebene. Man konstruiert das Bild mit Hilfe des Parallelstrahls, des Mittelpunktstrahls und des Brennpunktstrahls. Die drei Strahlen treffen sich auf den Film. Dasselbe passiert mit allen Punkten des Gegenstandes. So entsteht ein seitenverkehrtes, umgekehrtes und scharfes Bild.